Ab kommenden Montag, 27. April, wird in der Fieberambulanz Neuwied ein neues Konzept umgesetzt. Über das Wochenende wird der Ablauf auf ein sogenanntes Drive-In-System umgebaut. Ziel ist es, dass der Test im Auto abgestrichen werden kann, ohne dass man dabei aussteigen muss. Hierfür gibt es ein Einbahnstraßensystem auf dem Gelände. An der Einfahrt wird man bis zu einem Zelt geführt. Hier hält man an und ein Arzt sowie ein Assistent kommen in Schutzkleidung direkt ans Fenster des Autos. Nach der Aufnahme der Personalien wird der Test abgestrichen. Anschließend kann man über die Ausfahrt das Gelände wieder verlassen. Eine Fieberambulanz sollten Personen aufsuchen, die in den vergangenen 14 Tagen mit einem bestätigt infizierten Corona-Patienten direkten Kontakt hatten und Symptome aufweisen. Zu den möglichen Symptomen gehören Fieber, trockener Husten, Schnupfen und Abgeschlagenheit, Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Schüttelfrost. Auch können sich Personen mit eindeutigen Symptomen testen lassen, wenn nachweislich kein Kontakt zu einem Infizierten bestand. Wichtig ist, dass jeder seinen Personalausweis und seine Krankenkassenkarte vorlegen kann. Vorab sollte man sich über die Corona-Hotline 0800 99 00 400 registrieren lassen.